Ja, ich bin auf einem guten Weg. Noch nicht bei 100%, aber das erarbeite ich mir jetzt in der Vorbereitung. Aber langt schon zum Trainingsstart. Also entschlossen, auch im Zentrum nochmal der Mannschaft Qualität zuzuführen. Das haben wir getan in der Person von Mike Hegel. Es waren sehr, sehr angenehme und vor allen Dingen sehr schnell, sehr zielführende Gespräche. Wir haben jetzt den Mike über 2 Jahre natürlich in dieser dritten Liga sehr intensiv beobachten können. In einer Mannschaft, die vor allen Dingen im Spiel gegen den Ball einen relativ ähnlichen Stil wie wir pflegt, sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr aktiv. Und da ist Mike einfach aus meiner Sicht in beide Spielrichtungen einer der überragenden Spieler der Liga. Ich denke mal, zu sicher ist sich niemand, ob er einen Stammplatz hat oder nicht. Den erarbeite ich mir jetzt in der Vorbereitung und da habe ich gute Dinge. Schon möglich, dass Kegel und Andersen nebeneinander auflaufen in einem 4-4-2 oder in einem 4-2-3-1 mit beispielsweise Hamdi Damani auf der 10er-Position. Ist genauso gut denkbar, dass Markus Pazurek die 6er-Position besetzt, so wie er es immer getan hat. Oder auch Olli Schröder, die zwei Kandidaten für diese eher klassische Variante sind und dass wir dann mit Kegel und Andersen im Halbraum spielen, in einem 4-3-3, so wie es beispielsweise aktuell gerade bei der Europameisterschaft viele Teams tun. Da haben wir also schon auch entsprechende Varianten, die wir logischerweise einstudieren werden, die aber vor allen Dingen zu diesen Spielertypen passen. Klar war die letzte Saison etwas zu durchwachsen für mich, aber ja, ich bin einfach heiß drauf, das jetzt besser zu machen und eben ja, das, was ich kann, eben wieder abzuliefern hier und dadurch die Mannschaft nach vorne zu bringen. Im ersten Drittliga-Jahr haben wir 46 Punkte geholt. Da hat man im Nachhinein von einem relativ souveränen Klassenhalt gesprochen. Das haben wir im zweiten Jahr getoppt. Wenn auch der Sprung punktetechnisch nicht so spektakulär war, aber es war in jedem Fall einer. Insofern möchte ich hier als Trainer schon ganz gerne auch für diese Weiterentwicklung stehen. Deswegen nehme ich mir definitiv vor, in der kommenden Saison eine 5 vorne zu haben. Ich glaube, das würde dafür sprechen, dass wir das, was ich eingangs gesagt habe, ein wahrgenommener Drittligist zu sein, das würde das sehr stark untermauern. Es ist zwar ein sehr, sehr ehrgeiziges, ein ambitioniertes Ziel, aber eins, was ich gerade aufgrund der geringen Veränderungen im Kader für absolut realistisch halte.